Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Little Big Workshop. Wir haben ein bisschen umgestaltet. Ich habe ein bisschen umgestaltet in der Aufnahmepause. Also, nach Rücksprache mit dem Chat haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier in jeder Produktion ein, das ist ja das verbundene Lager, genauso wie hier. Der geht halt auf die Werkbank. Und immer ein Ausgabelager gemacht, sozusagen, also für das Endprodukt. Dann müssten nämlich eigentlich die Sachen von der Zulieferung hier in das Endprodukt gelegt werden. Theoretisch. Ne? Ich hoffe, es haut so hin. Und das habe ich jetzt in jedem Raum gemacht. Ich glaube, ich habe hier alles verlinkt. Das sieht gut aus. Das ist ja nur der eine. Und da oben die Maschinen, genau. Dann habe ich die Wand versetzt. Diese Wand, hier war ja dieses minus 25 wegen zu großem Raum. Da haben wir praktisch die Wand hier eingezogen. Das ist praktisch die Maximalgröße, so wie sie jetzt gebaut sind, die Räume. Das ist die Maximalgröße. Und hier hinten habe ich die Wand um 1 eingekürzt, damit wir hier praktisch nicht negative Effekte haben durch die Raumgröße. Jetzt müsste das eigentlich passen. Wir testen das Ganze, indem wir nämlich eine Produktion anwerfen. Wir machen hier mal so ein Schränkchen für Svikea. Oder reite ich mich damit in die Miesen? Wir probieren es aus. Wir nehmen das Ganze an und planen das Produkt. Jetzt ist es ja sowieso in Pause. Also, wir brauchen noch Stabilität für das neue Regal. Da können wir zum Beispiel hier unsere Ecken nehmen. Die können wir sägen. Jo, da haben wir eine spezielle Säge für. Das ist gut. Und dann nehmen wir ein etwas besseres Holz. Das langt aber immer noch nicht. Haben wir noch ein besseres Holz? Nein, wir müssen, was müssen wir reinkriegen? Stabilität müssen wir reinkriegen. Nein, Moment, Aussehen. Das ist plus 6, das ist plus 4. Also nehmen wir das gute Brett. Dann sägen wir das Ganze. Wir machen das mit unserer Stichsäge, nee, Bandsäge. Dann haben wir hier noch besseres Holz. Plus 6, wie viel brauchen wir denn? Okay. Das sägen wir. Ist das richtig? Jo. Zack, ein gerader Schnitt. Dann haben wir hier noch plus 4. Jetzt sind wir grün. Und das sägen wir auch. Und da nehmen wir das normale Holz. Und das, wir brauchen, glaube ich, mehr Bandsägen auf Dauer. Hier verkleben. Da verkleben. Na, das wird ja ein Spaß. Ich glaube, das könnte zeitlich ein Problem werden. Moment, wir haben Material von 3,5, die Löhne dazu sind 7, Bezahlung 21, Profit 13. Ja doch, wenn es hinhaut, haut es hin. Wir produzieren in Bündeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Sieht gut aus. Noch sind wir im grünen Bereich. Wir könnten für die nächste Produktion auf jeden Fall eine Klebemaschine uns überlegen zu kaufen. Wo haben wir denn eine Klebemaschine? Wo sind denn die Kleber? Metallbieger? Oder sind die gar nicht hier dabei? Sind die wahrscheinlich hier in der Kategorie, oder? Streichen, nähen, schweißen. Nee, das ist die Klebestation. Oder wir stellen die dritte Klebestation rein. Gab es denn keine Klebemaschine? Ich dachte, es gäbe eine Klebemaschine. Ih, was ist das? Moment, was ist hier los? Hier wird rumgerotzt. Gehirnwürmer. Wo? Wer hat einen Gehirnwurm? Nein. Da. Gib mir. Wir haben es geschafft. Gehirnwürmer.
Ja, wir haben also nur diese Metall, diese normalen Klebestationen. Haben wir denn schon davon eine? Nee, die haben wir noch gar nicht. Ach so. Das können wir dann hier hinten reinsetzen, ne? Machen wir mal. Wir kaufen mal eine, dann können wir die hinten für die Kleben nehmen oder war hier kleben. Wer macht jetzt gerade die Klebeproduktion? Sehe ich das hier? Nee, sehe ich nicht. Sieht das wieder aus? Okay. Sehe ich das hier? Kleben. Da ist kleben. Oh, ist da hinten. Genau, war richtig. Ja, ja, passt. Hier ist minus 3. Oh, hier müssen wir was machen. Die Biegemaschine eventuell raus. Die hat minus 16. Hier plus 20. Können wir auch hier reinstellen, ne? Die Biegemaschine. Können wir hier noch eine Säge... Ah, das langt dann auch nicht, ne. Die Sägen müssen schon zusammenbleiben. Oder wir müssen halt noch umdekorieren, ne? Müssen wir mal gucken bei der nächsten Produktion. So, jetzt lassen wir es mal ein bisschen laufen. Wir haben Arbeiter, die aufgestiegen sind. Wir haben noch Punkte zum Skillen. Mehr Laderampen, Direktvermarktung. Montagespezialist, das ist für die großen Maschinen, ne? Nehmen wir die Direktvermarktung. Und die sind durchs ganze Kleben, sind nämlich schon defekt, die Maschinen. Aber jetzt werden sie repariert, ist langzeitlich auf jeden Fall noch. Sehr schön. Ja, eventuell die Biegemaschine raus, ne? Die hier rein... Komm, das mache ich jetzt. Die wird im Moment eh nicht verwendet. Dann setze ich die mal... Ja, hier oben hin. So. Dann ist der Raum hier nämlich grün. Dann verschiebe ich die hier um 4er Breite. So. Das mit dem Lager scheint jetzt aber echt zu klappen. Die Lageristen wuseln hin und her, die holen die Teile, verteilen die auf die verschiedenen Lager und hier wird das Endprodukt ausgeliefert. Ja, das funktioniert so. Geil. Danke an den Streamchat, der das hier so ausführlich erklärt hat. Die sind schon wieder kaputt, die Maschinen, oder? Noch eine Säge dazu kaufen. Oder wir kaufen halt die. Die kann ja beides, ne? Wäre das nicht sinnvoll? Weil die kann jetzt Welle und gerader Schnitt. Die können nur gerade Schnitte. Na gut, die kostet aber auch, ne? Entsprechend, ne, haben wir gar nicht das Geld. Machen wir später. Da Shells Telefon. Was ist denn mit dem? Soll das psychologische Kriegsführung sein oder was? Was ist denn mit dir, dass du mich ständig niedermachen willst? Weil die Schublade wird rechtzeitig hergestellt. Mehr als rechtzeitig. Überlege ich gerade, ob wir hier einfach noch was Neues annehmen. Und schicken Tisch oder so.
haben wir einen Plan 4 mittlerweile. Was ist denn mit den anderen Plänen? 2, der ist ja noch nicht mal fertiggestellt, oder sehe ich das falsch? 2 und 3 ist doch genau das gleiche. Hä, die sind doch alle gleich. Moment, weg. Die sind doch alle nicht fertiggestellt, die Pläne für diese Tische. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu oft auf Neuerstellen gedrückt. So, jetzt machen wir einen neuen Plan. Planen wir mal diesen Tisch. Da machen wir hier schon mal den Sägenschnitt. Das haben wir. Dann haben wir hier den Wellenschnitt. Das haben wir auch. Kleben können wir jetzt hier vorne. Und das Tischbein muss... Oh, das muss gegossen werden anscheinend. Das ist aber gar nicht mal so schlecht. Oder? Nur das hier, beinmittig. Ach du Güte, was mache ich denn hier gerade? Aber es reicht immer noch nicht von der Art, ne? Machen wir halt hier noch ein... Gießen wir noch ein entsprechendes Bein. Langt doch noch nicht. Jetzt sind wir gut. Dann gießen wir hier noch. Boah, da haben wir jetzt aber echt alle Maschinen im Einsatz für diesen Tisch. Drehen. Ah, jetzt kommen die hier oben wieder zum Einsatz. Dann sind die da oben. Ja, jetzt sind es die. Güte, warum habe ich denn diesen Tisch angenommen? Und die Endmontage. 17. Okay. Können wir da nicht billiges Holz nehmen? Nee. Hier? Auch nicht, nee. Wir brauchen das wegen der Optik. Nee, es geht doch nicht. Wieso geht's noch nicht los? Was fehlt hier noch? Blinkt hier noch was? Moment, wieso passt das nicht? Weil wir nicht genügend Geld haben. Alles klar. Wir müssen erstmal die Kommoden verkaufen. Wir sind nämlich fast pleite wieder. Okay. Der Sommer, ja, nee, kann ich gerade nicht. Habe ich nicht die Kohle. Warte, ich bin gleich bei dir. Boah, die Produktion von diesem Schränkchen dauert ja Ewigkeiten. Nein, Jungs, ihr kriegt eure Löhne. Wir sind nicht... Oh. So, jetzt müssen wir langsam mal ausliefern, damit wir hier weiterkommen. Ist so lahm. Ich meine, es mit Lägern scheint besser zu sein, weil die wuseln wesentlich weniger hin und her. Ne? Und hier mit Doppelschublade haben wir hier richtig schicke Sachen gebastelt. Ich finde die Maschine richtig cool mit diesen Rotakzenten. So, können wir mal ausliefern. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld erhalten. Ich glaube, wir müssen langfristig einen größeren Raum haben, in dem wir gerade die Montage der Maschinen, das war ja übermäßig überlastet. Ne, wie sagt man das? Also hart überlastet, dieser ganze Bereich hier oben. Und der Raum ist eh schlecht geplant. Muss man schon so sagen. Also das müssen wir auf jeden Fall noch optimieren. Dass wir vielleicht... also die Tür kann schon mal raus, ne? Die können wir ja direkt mal abreißen hier. Die können wir dann immer noch einbauen. Nein, ich will nur die Tür.
Quatsch, was mache ich denn da? Abbruch. Hier noch irgendeinen komischen Modus drin. Saniertool. Nee, ich will nicht. Riecht denn die Tür weg? Ah, so. Hä? Passiert das jetzt automatisch? Kommt jetzt jemand? Da kommt ein Bautrupp. Der haut jetzt die Tür da raus. Ah, cool. Ja, der haut jetzt die Tür da raus. Wunderbar. Ja, diese Montagetische, da brauchen wir auf jeden Fall mehr von. Oder auch die hier. Das ist suboptimal. Eigentlich müssten die Maschinen separat stehen und die Tische, die Montagetische jeweils. Wir schauen mal, was wir noch für Aufgaben haben. Das sah schon komplett komplex aus. Wollen wir mal diesen Tisch hier planen? Wir können ja mal einen Plan erstellen für seinen Feuertisch. Gut. Wir haben jetzt im Moment 18.000. Vielleicht sollten wir mal uns eine Drehbank besorgen für dieses runde Teil hier. Welche Drehbank? Du bist eine Drehbank, ne? Okay, du machst minus 16. Haben wir noch Potenzial in einem Raum? 4, 10, 13. Also, dass wir hier vielleicht noch was reinstellen dann zusätzlich. Hier hat mir noch ein bisschen Platz, dass ich vielleicht hier eine Drehbank hinstelle. Hat eine Säge. Alternativ 4 hin. Bestell die jetzt. Und dann machen wir hier, sind wir bei minus 3. Dann holen wir uns jetzt noch was für die Deko. Den Innenbereich. Haben wir denn, die haben wir schon, die, nee, Moment, die haben wir noch nicht, oder? Plus 5, die ist auch gar nicht so teuer. Zack. So eine Grünzeug-Ecke. Und dann sind wir da plus 2. Das passt. Was? Arbeitszeit 6 Stunden. Aktionszeit. Und das Tätigkeitszeit 18 Stunden. Nee, warte mal, wir machen das anders. Kann ich die nur abbrechen, die Bestellung hier? Nein, kann ich nicht. Gut, die kommt irgendwo anders rein. Plus 4, plus 0. Das Lager hat plus 30, den Wasserspender. Hier sind wir plus 2. Kommt die da oben rein, wenn sie geliefert worden ist. Dann bestelle ich jetzt lieber noch eine Säge. Jetzt ist die Frage, bestellen wir hier die Supersäge? Die kostet 6 Mille. Aber so sind wir flexibler, ne? Wobei, die kann ich dann steuern. Kreissägen. Ne, ich nehme die hier. So, er bringt die Pflanze. Wir müssen noch was anderes jetzt hier reinstellen, damit die Laune wieder nach oben geht. Wir sind nämlich bei minus. Bei minus 14, das ist gar nicht gut. So, machen wir das mal hier ein bisschen schneller laufen. Dann bewegen wir diese Pflanze neben den Wasserspender. Und bestellen hier unten ein bisschen Deko. Kaktus haben wir schon, die haben wir schon. Die fleischfressende Pflanze haben wir auch schon. Dann gibt es hier einen Ventilator. Weiß ich nie, wie rum der stehen muss. In diese Richtung. So. So, jetzt müssen wir ihn nur noch verknüpfen. Jetzt haben die drei Konsolen haben das zum Steuern. Das Ding müssen wir noch verknüpfen mit der Drehbank. Dann haben wir die neue Maschine eingebunden. Man pustet ein bisschen gegen die Wand, aber das ist nicht so schlimm. Was kommt hier rein? Tische könnte man nochmal produzieren, oder? Belohnung 9000 in 5 Tagen. Das kriegen wir hin. Da haben wir außerdem schon einen Plan für, oder? Genau. Die Optik. Da können wir doch auch hier billigere Sachen verwenden. Der ist doch viel zu überproduziert, dieser Tisch. Was die Materialien angeht. Wir haben da jetzt eine Drehbank. Können wir jetzt hier nicht... wähle einen Aktionstyp aus.
Genau, wir machen das Ganze mal aus Holz. Billo-Holz. Ups. Sägen. Da. Und drehen an unserer neuen Maschine. Und das drehen wir auch auf der Maschine. Das sägen wir an der speziellen Maschine. Und die geraden Schnitte, muss ich die auch neu verknüpfen? Oder weiß... Ne, das ist ja mit dem Container verknüpft. Ne? Das weiß der dann automatisch. Hoffentlich, dass das dazugekommen ist. Das hatten wir auch schon. Jo. Haben wir noch irgendwo ein Holz, was... Das ist das Billige, das ist das Billige. Ne, sonst sind wir da. Klebe. Klebemaschine haben wir hier eingekauft. Und da oben haben wir Klebemaschine eingekauft. Das sollte hinhauen. Los geht's. 5 Tage dauert das. Das sieht doch gut aus. Das lassen wir jetzt mal so in aller Ruhe laufen, denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge. In der nächsten Folge von Little Big Workshop, so heißt es, geht es dann wohl weiter. Und ich sehe gerade, dass der Pausenraum da drüben total verwaist ist. Weil sie hier kaum noch arbeiten auf der Seite. Eieieiei. Ja, wie können wir das denn optimieren, dass sie immer nicht nur einen Pausenraum verwenden? Das ist einfach, hier sind die Wege kürzer, ne? Man könnte natürlich versuchen, indem man hier die Tür reinsetzt, statt da. Gut, aber spätestens, wenn wir hier drüben einkaufen, das Gebiet, ne, hier oben mit 19.000, dann wird der Pauseraum mit Sicherheit auch genutzt. Guti, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge von Little Big Workshop. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.